Schönen guten Morgen. Ja. Habe ich mich jetzt Roman Reuter von Crypto.tv im Gericht eingefunden. Besser gesagt, im Salzburger Bezirksgericht eingefunden. Denn dort befand man für das Ausstellen der Impfbefreiungsatteste den Arzt Professor Dr. Andreas Sönigsen in allen Anklagepunkten, also Betrug und Amtsanmaßung, für nicht schuldig. Ich schätze mal, dass ca. 150 bis 180 oder etwas mehr Menschen für den Arzt zur Unterstützung gekommen sind. Bei den anderen Medienbetreibern habe ich auch auf 1, Servus TV und den ORF ausgemacht. Dazu waren Dutzendschaften von Polizisten zur Absicherung der Lage abgestellt worden. Wohlbemerkt, die seit den beinahe letzten 3 Jahren immer schon für ein paar friedfertige, wohlgesittete Menschenschaft abgestellt worden sind. Also, jetzt haben wir da die Gerichtsverhandlungen im Bezirksgericht bei Salzburg für den Herrn Dr. Sönigsen. Der Dr. Sönigsen. Der Paraden sind es wohl zu wenige bei der Polizei, wo sie ihre schneidigen Uniformen preisen können. Die Hälfte, die für den Professor Dr. Sönigsen gekommen sind, musste den Gang vor den großen Saal 8 warten. Ein paar wenige standen auch draußen vor den Toren des Bezirksgerichtes. Ich wohne nun in letzter Zeit vielen Gerichtsverhandlungen bei, die im Sinne für die Angeklagten in den Corona-Verordnungsvergehen freigesprochen wurden. So wächst wohl eine gute Chance heran, dass diese unzähligen Geschädigten in diesen Verordnungsfällen dies irgendwann auch vor Gericht aufarbeiten können. Sehr viele Polizisten, also Polizei ist da auch, was den Gerichtssaal von oben bis unten und unten bis oben abriegelt. Das ist jetzt Herr Dr. Sönigsen, kurz vor seiner Verhandlung im Gerichtssaal 108, im Bezirksgericht. Gerichtsverhandlung verzögert sich jetzt. Mehr Leute gehen leider aus. 11 bis 20 Minuten. Nicht hinein, die anderen müssen draußen warten, aber wenn es irgendwas gibt, ich bin da, Sie können mich dann alles fragen. Ich stehe da jetzt einfach. Ja, danke schön. Danke. Na, ganz viel ist nicht. Das hast du gerade schon dran. So, mit diesen Bildern möchte ich nun abschließen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei Crypto.tv. Gehabt euch wohl.